Hallo, ich bin's wieder, Elke Seppmann. Heute möchte ich mit Ihnen ein kleines Experiment veranstalten. Dafür zeige ich Ihnen zuerst mal ein Stereofoto und einen Betrachter für solche Stereobilder oder Stereofotos. Den habe ich mir mal auf dem Flohmarkt gekauft. Früher wurden also diese Fotos so aufgenommen, auf völlig analogen Weg, dass man mit leicht versetzter Position das gleiche Motiv anpeilte und fotografierte, und wenn man das jetzt in diesen Stereo-Betrachter steckte und vorne durchschaute, konnte man durch leichtes Verschieben wirklich einen ganz enormen 3D-Effekt erzielen. Diesen 3D-Effekt kann man auch ohne dieses Betrachtungsgerät erzielen, indem man nämlich ganz einfach schielt, und zwar in die Mitte des Bildes schielt, und unser Gehirn bildet dann ein drittes Foto in der Mitte, was absolut 3D erscheint. Und keine Angst, es kann wirklich überhaupt nichts passieren bei dieser Schielposition der Augen. Das hat man uns früher erzählt, aber das ist ein Märchen. Ich habe mir dann drei eigene 3D-Fotos gemacht. Und damals hatte der Kreiskunstverein Weckum-Warendorf eine Ausstellung mit dem Titel Überkreuz. Und ich habe mir einige Dinge gesucht, die Überkreuz lagen oder standen. Und habe den Titel gewählt, weil man eben über Kreuz schielen muss, um diesen gerade beschriebenen 3D-Effekt mit den Augen zu erzeugen. Sie können das gern mal probieren. Ich habe das selber auch getestet. Man muss einen Moment Geduld haben und in die Mitte des Bildes schielen. Und dann nach kurzer Zeit erscheint das beschriebene dreidimensionale Foto, wie hier zum Beispiel dieser Zahnstocher. Diese Bretter habe ich gefunden auf einer Baustelle vom Landesmuseum in Münster und seinerzeit die Bauarbeiter gebeten, mir die einzelnen Latten mal etwas über Kreuz anzuordnen und dafür natürlich sehr merkwürdige Blicke geerntet. Aber auch hier funktioniert es, wenn Sie genau in die Mitte dieses Doppelfotos schielen, über Kreuz schielen, und dann bildet das Hirn wieder ein dreidimensionales Foto von dieser gestapelten Brettersituation. Auch bei diesem Bild funktioniert es, wenn auch etwas schwieriger, denn das Foto ist nicht so kontrastreich. Das waren sehr schön auch über Kreuz gewachsene Äste eines sehr alten Baumes in Cadiz, einer Stadt in Andalusien. Und seien Sie nicht enttäuscht, wenn das bei Ihnen nicht klappt mit dem dreidimensionalen Sehen. Es funktioniert nicht bei jedem Menschen, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, doch bei den meisten. Für heute verabschiede ich mich wieder aus meinem Atelier. Sie können meinen YouTube-Kanal natürlich gerne abonnieren, kostenlos, versteht sich. Und dann sehen Sie auch immer, wenn ich mal wieder ein neues kleines Video ins Internet stelle. Tschüss!